Pumpenstation in der Siren Alley gehst und den Laden trockenlegst, dann kommst du durch diese Luftschleuse rein. Hey, das ist ja eine von diesen komischen Schnecken, oder was? Ui, 10. Machen wir immerhin. Na, immerhin. Wer ist er denn? Das sah ja strange aus. Ich sehe, Pfarrer Wales hat dich von deinem Gefährt getrennt, aber du lebst noch. Gratuliere. Heute triffst du einen Mann, der den Tod nicht fürchtet. Und für Eleanor würde er mit einem Lächeln auf den Lippen ins Feuer gehen. Tja, dann darf er das machen. Oh, da oben ist nochmal so eine Schnecke. Alter, die sehen ja voll strange aus. Ah, meine. Alter, Frames gleich gegen 0 oder was? So. Wie, ich kann keine 50er-Kugeln mehr tragen? Was? So. Seht euch diesen rostigen Blechhaufen an. Macht ihn fertig, Jungs. Willst dich wohl Nice one. Achso, der kann Granaten verschießen. Jawohl. So, wie viele Sisters haben wir hier? 3. Herr, was verlangst du noch von mir? Dein nichtiger Diener wartet auf ein Wort. Ich habe die Lehren der heiligen Mutter Lamp befolgt, obgleich sie mir den Tag deiner Wiederkunft nicht nennen will. Ich habe gesehen, wie du den falschen Vater Andrew Ryan zerschmettert hast, der uns verführt und einem strahlenden Licht entzogen hat. Aber du wolltest nicht zu mir sprechen, Herr. Ich habe dir diesen großartigen Tempel gebaut und ich habe deine Herde versammelt. Doch du bleibst stumm. Willst du nicht meinen armen Bruder mit Blindheit schlagen? Damit er endlich deine Herrlichkeit schaut, wie es Paulus widerfuhr auf der Straße nach Damaskus. Ich bin allein, Herr. Allein. Und ich warte auf ein Zeichen. Mein Gott, hat der eine Rede geschwungen. So, ja, ihr habt gerade gesehen, Dennis hat mich angeschrieben. Die Nervensäge. So. Jetzt bin ich kurz verwirrt. Alles klar, weiter geht's. Oh! Also er hat so einen fetten Raketenwerfer dabei. Alter, sieht der strange aus. Ich müsste den jetzt eigentlich wegpusten, ne? Aber ich würde mir nochmal eben kurz... Aua. Alter, da steht ja noch einer! So ein Spast, ey. Alter, halt dein Maul, ey. So. Boah, ich weiß nicht, wie machen mich diese Splicer immer fuchsig, ey. Die gehen mir auf den Sack, weil die auch so ein übelstes Aiming haben. Was denn? Die sind doch auf mich zugerannt. Was willst du von mir? Ich habe gar nichts gemacht. Alter, lässt du mich... Okay, du willst, glaube ich, nicht anders machen. Okay. Maschinengewehr. Haben wir noch Panzerbrechende? Alles klar. Aber der ist, glaube ich, noch nicht anfällig dafür. Dafür habe ich ja noch nicht genug gefilmt. Heißt, ich nehme erstmal ganz normale. Und... Alles klar, Leute. Los geht's. BAM!
Boah, der schenkt aber ordentlich ein, ey. Aua. Alter Schwede. Alter, ich mach dir gar keinen Damage mehr. Und wieso ruckelt das jetzt so? Hör auf zu ruckeln, ey. 23 Frames. Leck mich am Arsch. Wo ist der denn alles da? Ich seh schon, der ist Maximum verwirrt, der Typ. Aber gleich hab ich ihn. Gleich hab ich ihn, liebe Zuschauer. Gleich darf er sich verabschieden! Ja! Und dann geht mir da so ein schwuler Splicer wieder auf den Sack oder was? Warum hab ich da gerade Damage von der Seite gekriegt? Ja, komm, Schatzi. Fürchte dich nicht, ich beschütze dich. So. Immer her mit der Muni. Ich habe ein Mini-Geschütz gesammelt. What the fuck? So, jetzt habe ich aber nicht mehr viele Kugeln. Weißt du, also wir müssen noch mal kurz nachrüsten gehen. Kurz nachrüsten. Oder ich muss dann kurz mal das Mikro hier ein bisschen an die Seite. So. Wo war denn der Dingensladen? Da ist er. So. 50er Kugeln. So. Oh, 16 Schrotmunition, oder? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Mama. Ach ja, wir müssen ja zu dieser Pumpenstation da, oder was? Die Bestie Ryans lebt! Versammelt die Familie! Ach, das ist der Spasti da! Großer Gott, ich glaub, das war Simon Wales. Was hat er mit sich angestellt? Er und sein Bruder waren die Architekten Raptures. Aber als Doc Lamp ans Ruder kam, hat Simon Gott gefunden. Er hat eine Art Kirche unten in der Pumpenstation. Vermutlich bricht der jüngste Tag an, wenn du dorthin kommst. Tja, wollen wir mal sehen. Gatherer's Garden. Hardcore. 35 nur. 5 Stück fehlen mir für ein weiteres Lutisieren. Oh, cool. Achso, ich muss mir erst nochmal 1 kaufen, oder wie? Na toll. Elektrohaut, denn das fand ich letztes Mal auch nicht so super. Feuersturm. Das ist cool. Das ist wiederum cool. Sicherheitslücke, wandelndes Inferno. Achso, ach ja, das war das, dass ich weniger Schaden durch Feuer und mehr Schaden durch Feuer austeile. Okay, Insektenschwarm war geil. Das war richtig cool. Wir brauchen dann natürlich einen neuen Plasmid-Slot. Was kostet der uns denn? 60. Ja gut. Aber dann würde ich mal sagen, fangen wir schon mal an. Ja, hier. So, Schätzelein, dann fangen wir an zu sammeln. Sammel uns das Zeug. So. Bleiben Sie denn? Ich nicht. Ich meine, ich kann warten. Ich kann warten. Ich kann warten. Hör mal, bin behindert. Alter, schenkt die mir doch mal kurz vor ihrem Tod einen ein, ey. Hör auf damit, du Spastiker, ey. Noch ein Familienmitglied. Zieleine, ey. Alter, von wo sie überall kommen, ey, das ist ja abartig. Alter, das kann doch... Was haben die denn für ein Aiming, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch ein Scherz. Toll, jetzt gib mir die Muni aus. Also, verzieh dich. Ja, und jetzt bricht meine Frameszahl auch noch ein. Spiel ist...
Alter, die machen so Hardcore-Damage, das ist der Wahnsinn. Ich verzieh mich. So, Feierabend jetzt hier. Du kommst jetzt wieder auf die Schulter. So, jetzt will ich hier gefälligst Munition haben, bei dem, was ich hier alles verschossen habe. Vor allem will ich Geld haben hier, scheiß Penner. Ich glaube, Mutter weiß, dass ich dir helfe. Sie beschleunigt meine Behandlung. Lass mich nicht im Stich. Sicherheitskommando. What the fuck? Was für ein hüpfenden blauen Pfeil, Ball. Ach so. Wie bescheuert, ey. Was steht da? Come soon, come find me. Ja, ich finde dich. Warte mal, hier liegt immer noch Stuff rum. Alter, wie viel Medipacks ich vergurkt habe, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Da, jetzt können wir uns wieder was kaufen. Und zwar kaufen wir uns... Wir kaufen uns ein anderes Plasmid. Und zwar kaufen wir uns jetzt Insektenschwarm. Das fand ich nämlich immer geil. Und da geht Sicherheitskommando für drauf. Das brauchen wir nämlich nicht. Ja, Insektenschwarm, das wissen wir ja, wie das funktioniert. Ich drück doch leer. Nee, doch nicht. So. 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 War da eigentlich was drin? Ich hab doch meine Mütze gehabt! Spiel den verdammten Song, du Scheißbox! Na, guck mal, dann hast du jetzt mal viel Spaß mit meinem... Ah, das ist so... Das sticht so... Lol. Lol, was geht mit dem ab? Ja, Bienen sind was Geiles, wa? Lol, wo ist denn der? Ist der oben? Erstmal Money nehmen. Da ist nochmal Money. Ach, das war jetzt nicht so. Das war jetzt fehl. Bam, Junge. Oh, wer ist er denn der? Ah, Medipacks. Sehr gut. Na, die haben wir schon. Da hinten ist noch so ein geiler Muniladen. Toll, jetzt scheiße, jetzt habe ich. Ah. Ja. Panzerbrechende. Ah. Schrot haben wir auch nicht mehr so viel. Aber das ist erstmal wichtiger. So. Oh, hier ist eine Menge Eis. Heißt also, das schmelzen wir mal eben. So, schwere Niete brauchen wir nicht. Da ist noch ein Tag. Die Verluste an Little Sisters sind nicht mehr hinnehmbar. Seit Big Daddies niedergemacht werden wie Elefanten von einer Meute Hyänen. Als Reaktion darauf hatten wir mit der Produktion eines neuen Big Daddy Modells begonnen. Spitzname Rumbler. Er verschießt hochexplosive Munition, um Gruppen von Splicern zu zerstreuen. Dann folgen kleine automatische Geschützsalven, um den Rest auszuschalten. In unseren Tests erwiesen sie... Alter! Auch wenn sie eine ziemliche Sauerei hinterlassen. In Raptures Rüstungswettlauf sind es nicht nur die Splicer, die sich weiterentwickeln. Also gibt's die Big Daddies letztendlich nur... Du zwingst mich ja, dir. Weil die Splicer sich an Kindern vergreifen. An... den kleinen Mädchen da. Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Wahrscheinlich schon, ne? Da schwere Niete. Dafür brauche ich jetzt keine Telekinese zu benutzen. Das kann ich mir sparen.